Hallo, schönen guten Morgen zu unserer heutigen Bildungswerk-Live-Sendung Cardio Power Teil 2. Heute überwiegend mit Übungen auf der Matte. Ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Rausch aus dem Beratungszentrum in Trier und begrüße heute als Gast unsere Referentin Petra Hutera, die letzte Woche bereits Cardio Power Teil 1 vorgestellt hat und heute eben mit Teil 2 weitermacht. Hallo Petra, herzlich willkommen. Hallo Claudia, ich grüße dich in Trier. Ja, ich grüße auch Mainz, die Sendeleitung und ganz viele aus Rheinland-Pfalz, aus den Vereinen, ja, aus dem ganzen Sendegebiet quasi. Ja, letzte Woche hatten wir am Montag die Sendung Cardio Power und da haben wir im Stand angefangen, ganz viele Übungen im Stand gemacht. Was erwartet dich? Wir werden erstmal im Stand anfangen, heute auch wieder ein kleines Warm-up machen. Und gehen dann nach einer Cardio-Power-Übung im Stand auch direkt schon mit Bodenkontakt weiter. Das heißt, wir haben die Matte dann, das sage ich dir dann Bescheid, wann du die hinlegen kannst, zur Unterstützung, wenn du die brauchst für die Hände. Am besten hast du auch Schuhe an und hast dir ein Getränk schon parat gestellt, dass wir zwischendurch auch mal einen Schluck nehmen können. Cardio-Power ist schon mit schon moderater Puls. Ich gebe dir verschiedene Möglichkeiten, wie du die Übungen machen kannst, je nachdem, was du heute brauchst. Etwas mehr oder etwas weniger. Wir haben verschiedene Stufen und dann kannst du dein Training heute so absolvieren, dass es für dich in Ordnung ist. Wenn irgendwas gar nicht geht, irgendwie eben, dann gebe ich dir ja auch eine Alternative. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Ich schaue mal, ob mein Viel Bildschirm schon Spaß. so ausreicht. Genau, sollte funktionieren. Du darfst dir auch gerne eine Musik einschalten, die dich ein bisschen fordert, ein bisschen was Flotteres, vielleicht so 120, 130 Beats per Minute. Ja, für die Trainer. Gerne das Handy neben drin legen und ein bisschen Musik einschalten. Okay, gut. Sehr gut. Okay. Hüftschmaler Stand und marschier mal los. Sehr gut. Knie hoch. Langer Rücken. Bring mal die Füße etwas weiter nach außen. Super. Komm tiefer. Jawohl. Bleib noch einen Moment hier. Pack mal die Hände in die Seite und komm eine Seite hoch und tipp auf. Side to side. Jawohl, bring einen Arm mit nach oben. Sehr gut. Bring einen Arm mit nach vorne. Jawohl. Achtung, reiß den Arm nach hinten. Lang bleiben im Rücken. Super. Bring die Arme wieder nach vorne und dreh dich in die Seite. Immer noch im Step Touch. Schön drehen, lang bleiben im Rücken.
Und bleib wieder vorne, schwing die Arme durch. Arme in die Seite. Und bring mal die Ferse nach hinten. Leg Curl. Zieh die Arme mit nach hinten. Super. Bleib noch einen Moment hier und bring die Arme nach oben. Bring die Arme wieder in die Seite und anstatt anzufersen, ziehst du das Knie jetzt mal in den breiten Stand nach oben. Achtung, schau mal. Hol die Arme mit dazu, zieh dein Bein entgegen. Super. Hol die Knie nach vorne. Jawohl. Zwei mehr jede Seite. Und dann stell die Füße ab. Hände auf der Oberschenkel. Langer Rücken und runden. Streck dich lang. Mach den Rücken rund. Lang und rund. Komm lang und rund. Zweimal mehr. Lang strecken und runden. Ein letztes Mal. Lang und rund. Roll dich nach oben auf. Sehr gut. Arme in die Seite. Hüftschmaler Stand. Klapp mal die Hände nach hinten. Und streck wieder die Arme aus. Klapp nach hinten. Streck aus. Komm. Etwas schneller. Knie bleiben locker. Und die Bauchdecke darfst du schon mal festmachen. Jawohl. Sehr gut. Und die Arme lang lassen, absenken, auslockern. Okay, prima. Du darfst schon einen Schluck nehmen. Und mir gerade auch schnell meine Trinkflasche. Die Matte brauchen wir jetzt für die ersten beiden Übungen noch nicht. Gern nochmal liegen lassen, trink einen Schluck und dann geht's weiter. Gut. Gern irgendwo stehen lassen, wo du es in der Nähe hast. Breiter Stand. Marschieren. Komm noch ein bisschen tiefer. Sehr gut. Komm. Deine Entscheidung, wie tief du gehst. Spür die Kraft im Oberschenkel und spür, dass sich dein Puls schon ein bisschen entwickelt. Sehr gut. Bleib noch einen Moment hier. Jawohl. Sehr gut. Komm noch tiefer. Halte durch.
noch acht, sieben, sechs, fünf, vier mehr, noch drei, zwei, einer. Komm langsam hoch. Sehr gut. Ein Step Touch zur Seite. Großer Schritt. Du drehst dich nach rechts. Heißt, rechter Fuß macht einen Schritt nach vorne. Das ist ein Step Touch nach vorne. Entweder ist das deine Übung, das wäre Level 1, oder wenn der Fuß vorne ist, kommst du tief, hoch, Step nach hinten, Step nach vorne. Tief, hoch, Step nach hinten, Step nach vorne. Wir bleiben jetzt erstmal rechts. Jawohl. Du entscheidest. Dritte Möglichkeit. Du holst die Arme mit nach oben, nach vorne, Seite, hoch. Wenn du tief gehst, gehen die Arme nach oben. Jawohl, großer Schritt. Das Knie ist fast am Boden. Tief, hoch, Step, nach vorne. Tief, hoch, Step. Tief, hoch, zurück und vor. Ja! Such dir deine Möglichkeit aus und halte noch ein bisschen durch. Komm. Sehr gut. Du kommst auf jeden Fall hinten auf die Zehenspitze. Vorne bleibt der Fuß ganz stehen. Tief. Hoch. Bleib noch ein Moment bei mir. Hoch, zurück und vor. Komm, zusammen noch acht, sieben, wir haben sechs mehr, fünf, vier noch, drei, noch zwei. Ein letztes Mal und bleib oben und spring mal ein bisschen hin und her zum Lockern. Einmal auslockern, ohne dass der Puls gleich in den Keller geht wieder. Geht auch ganz klein hier, ohne dass die Füße den Boden verlassen. Okay, gut. Komm in den Step Touch wieder. Großer Schritt. Und dreh dich jetzt nach links. Großer Schritt nach vorne. Vielleicht ist das deine Übung. Vielleicht möchtest du aber auch mit mir tief und hoch. Tief, hoch, Step nach vorne. Tief, hoch, zurück und vor. Tief, hoch. Nimm die Arme mit nach oben. Tief, hoch, zurück und vor. Jawohl. Sehr gut. Bleib hier. Halte durch. Cardio ist immer mit schon moderatem Puls. Und das Power, das ist die Kraft, die du entwickelst in den Beinen, in den Armen, im Rumpf, im Bauch. Ja, schöne Kombination. Fitnesstraining für den ganzen Körper. Und gleichzeitig noch die Ausdauer trainieren. Sehr gut.
Okay, die letzten acht. Noch sieben. Noch sechs. Fünf mehr. Noch vier. Drei mehr. Die letzten zwei. Einmal noch. Okay, locker aus. Gut, wir kommen zur nächsten Übung. Die geht schon an den Boden. Ich stelle gerade meinen Bildschirm ein bisschen um. Genau, weil da oben musst du mich jetzt nicht mehr unbedingt sehen. Genau. Okay. Stell dich ungefähr in die Mitte von dem Platz, den du hast, den da zur Verfügung steht. Setz die rechte Hand neben das linke Bein. Rechtes Bein geht nach hinten. Entweder setzt du dein Knie ab, das andere Knie dazu, rechts hoch und wieder nach oben. Genau. Entweder ist das deine Übung oder du kommst ein Stückchen weiter nach hinten, sodass die Knie noch gebeugt sind, aber keinen Kontakt haben zum Boden. Oder du machst die Beine noch länger. Ich muss gucken, dass ich im Bild bleibe. Tief, tief, hoch, hoch. Entscheide du, welche Übung für dich heute die richtige ist. Tief, tief, hoch, hoch. Jawohl, komm. Bleib ungefähr in meinem Tempo, in deiner Version. Tief, hoch, hoch. Jawohl. Weiter so. Noch vier. Noch drei, zwei mehr, ein letztes Mal und auslockern, marschieren. Sehr gut. Gut. Jawohl. Weiter geht's. Wir kommen nach unten. Es kann sein, dass du dir die Matte jetzt schon holen möchtest. Ich mache das gerade auch schon mal. Ich bleibe mit den Füßen von der Matte weg. Du setzt dich auf die Matte und kommst mal in eine Spinne. Ja? Halte hier und bring mal ein Knie nach oben. Das wäre Möglichkeit 1. Schau, dass der Po schön weg ist vom Boden. Und zieh die Knie im Wechsel vom Boden weg. Möglichkeit 2 wäre, du berührst mit einer Hand diagonales Knie. Jawohl. Möglichkeit 3 wäre, du berührst das Sprunggelenk. Ja? Bleib in deiner Version oder wenn es nicht mehr geht, geh ein Level tiefer, aber versuch durchzuhalten. Solange wie ich in der Übung bin, schau, dass du auch zumindest mal im ersten Level bist. Wenn das gar nicht mehr geht, dann bleib wenigstens in der Spinne. Füße und Hände bleiben am Boden. Spür die Kraft. Halte noch einen Moment durch. Super. Noch vier, drei, zwei, ein letztes Mal. Und wir drehen uns direkt.
Gerne jetzt die Matte zumindest mal unter den Knien und unter den Händen. Okay, komm vom Vierfüßler ein Stück nach vorne. Ja, letzte Übung, dann gibt es noch eine Trinkpause. Okay, die Schulter ist vorne über der Hüfte und die Hüfte ist auch deutlich vor den Knien. Okay, Bauch fest, schau mal, entweder du streckst die Beine im Wechsel lang, 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 lang. Alternative, zieh runter aus der Stützposition, aus dem Liegestütz oder aus der Liegestützausgangsposition ein Knie absetzen. Alternative, zieh dein Knie nach vorne. Und stell wieder ab. Das war schon die dritte Möglichkeit. Und etwas schneller wäre dann die vierte Möglichkeit. Bleib mal in deinem Level. Mach weiter. Halt durch. Zieh die Knie rein. Oder leg sie an den Boden ab. Weiter so. Jawohl. Sehr gut. Halt durch. Eins, zwei, drei. Wer aber mit mir im vierten Level ist, der dritte immer einen Moment halten. Okay, wir haben noch vier. Drei, zwei, noch einer. Und setz die Knie ab. Hol dir dein Getränk. Nimm einen Schluck. Sehr gut. Gleich wieder zu mir kommen. Leg dich einmal ab auf die Matte. Stirn ist auf der Matte. Die Arme seitlich. Beine lang. Mach den Bauch fest. Möglichkeit 1. Du ziehst hier die Ellenbogen weg vom Boden und ziehst sie nach oben. Ja? Das ist die erste Möglichkeit. Ausatmen, nach oben ziehen. Einatmen, absenken. Möglichkeit 2. Im Wechsel einen Arm nach vorne bringen. Die Nasenspitze oder die Stirn bleiben kurz vor der Matte. Schau, dass dein Nacken lang bleibt und bleib hier. Wenn du jetzt noch nicht genug hast, dann mach den Bauch noch fester und heb die Füße noch ein Stück an. Ja, in die Luft. Schau, dass du zur Matte schaust. Und halte durch. Mit jeder Ausatmung spann den Bauch noch fester. In deinem Level noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, ein letztes Mal. Komm nach oben, direkt in die Liegestützposition. Am besten hast du die Matte nur unter den Händen. Das wäre optimal. Genau. Liegestützposition. Du gehst mit dem rechten Fuß neben die rechte Hand und dann zieh dein Knie ran. Stell wieder zurück. Rechter Fuß zurück. Linker Fuß neben die linke Hand. Zieh dein Knie ran. Stell wieder nach hinten und ab. Das geht auch mit abgesenkten Knien. Mach weiter in deiner Version, stelle mich vielleicht ein bisschen auf die Seite, dass du das siehst. Es geht auch von den Knien aus. Genau, das wäre Level 1. Level 2. Und Level 3.
Kick durch. Eine Arm heben, ein Fuß kick durch. Kick durch. Kick. Kick. Ich drehe mich mal nach vorne. Mach weiter. Weiter, weiter. Immer den Fuß neben die Hand stellen, ranziehen oder durchziehen. Okay, vier mehr. Noch drei. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Okay, in Vierfüßler und dann komm mal in Rückenlage. Füße aufstellen, Hände seitlich an den Kopf. Daumen im Bereich vom Kiefergelenk, die restlichen Finger unter den Hinterkopf. Okay, komm ein Stückchen von der Matte weg, Bauch ist fest. Lendenwirbelsäule liegt an der Matte. Komm mal diagonal. Rechte Schulter in Richtung linkes Knie. Zieh hoch, genau. Möglichkeit 1, Level 1 ist das hier. Ja? Level 2, du ziehst diagonal das Knie in Richtung Schulter. Und achte drauf. Es ist die Schulter, die nach oben zieht, nicht der Ellenbogen. Zieh dich hoch. Zieh. Schön offen. Schau, dass die Hand nicht am Kopf zieht. Die Kraft kommt aus deinem Bauch. So, Level 3. Füße bleiben oben. Wenn das Bein Richtung Schulter zieht, darf das andere nach vorne schieben. Wichtig ist nur, dass du Kontakt hast. Die Lendenwirbelsäule bleibt an der Matte. Zieh, 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 zieh. Komm, halte durch. Super. Noch 8 jede Seite. 7. Noch 6. 5. 4. 3, 2, ein letztes Mal. Erst den Kopf ablegen, Füße abstellen. Und dann kommt über eine Seite in den Vierfüßler. Gut. Okay. Vierfüßler, die Schulter ist über den Händen, die Knie sind über der Hüfte. Dann stellst du die Füße auf. Und schiebst zwar die Knie ein bisschen vom Boden weg. Entweder du bleibst hier, du hältst hier, oder du gehst in dieser Position ein bisschen in deinem Wohnzimmer spazieren. Ganz kleine und ganz die Knie weg von der Matte oder vom Boden. Kleine. Marschieren. Sehr gut. Entscheide du. Stützkraft, Körperspannung, alles ist hier gefordert. Marschier noch ein bisschen weiter. Oder bleib an deiner Matte. Das geht auch hier, dass du im Wechsel eine Hand und einen Fuß anhebst. Noch 4. 3. 2. Ein letztes Mal, setz die Knie ab und komm nochmal in Bauchlage. Hände wieder seitlich, Stirn ist am Boden. Okay, mit der nächsten Ausatmung machst du deinen Bauch fest, Arme an die Seite. Füße darfst du aufstellen
Du machst Schwimmbewegungen mit den Armen. Ganz nah am Körper nach vorne und über einen weiten Kreis wieder zurück. Nach vorne, weiter Kreis zurück. Wenn du möchtest, Level 2. Bauch noch fester. Und du hebst die Beine ein Stück weg vom Boden. Level 3. Auch die Beine öffnen und schließen. Bauchspannung mit jeder Ausatmung. Komm, weiter so. Halte durch. Die vorletzte Übung übrigens. Eine haben wir noch. Und dann wird es etwas gemütlicher. Okay. Noch vier. Noch drei. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Setz die Hände ab, leg die Beine ab und komm ein letztes Mal in die Rückenlage. Die Füße legst du rechts und links neben die Matte. Und die Arme auch. Okay. Dann ziehst du das rechte Bein nach oben und berührst mit der linken Hand die Kniescheibe. Das wäre Level 1. Okay? Wichtig ist, du hast eine Bauchspannung, die Lendenwirbelsäule bleibt an der Matte. Okay? Level 2. Du kommst etwas höher, hebst die Schulter mit an. Ja, das andere war ohne Schulter. Hier hängst du die Schulter mit dran und ziehst dich nach oben. Level 3, du kommst noch höher und berührst dein Sprunggelenk diagonal. Rechte Hand, linkes Bein. Zieh hoch, komm. Letzte Übung. Gib noch mal alles. Zieh durch, komm. Acht mehr jede Seite. Noch sieben. Noch sechs. Fünf mehr. Vier noch. Drei. Die letzten zwei. Einmal mehr. Und bleib an der Matte liegen, beziehungsweise leg dich zurück auf die Matte. Bei der Übung rutsche ich immer nach hinten. Vielleicht geht es dir genauso. Beine ausstrecken. Hol die Arme über den Kopf, streck dich lang, leg die Arme neben deinen Körper und spür nochmal das Pulsieren von deinem Körper. Bleib liegen, du darfst gerne einen Moment die Augen schließen. Spür mal deinen Körper ganz bewusst, spür den Puls, spür deinen Herzschlag und komm einen Moment zur Ruhe. Lenk deine Atmung ganz tief in den Bauch. Versorg dich mit Luft. Spür, wie dir jeden Atemzug hilft, mehr und mehr zu entspannen und dich in die Matte fallen zu lassen. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Vielleicht gelingt es dir, dich komplett auf deine Atmung zu konzentrieren und auf deinen Körper.
Spür rein. Fühl mal rein. Scan mal deinen Körper. Spür deine Muskeln. Dein Körper ist jetzt schön warm und fühlt sich weich an. Genieß dieses gute Gefühl nach dem Cardio Power Training. Nimm noch ganz bewusst zwei, drei tiefe Atemzüge. Mit der nächsten Ausatmung kommst du wieder hierher zurück in dein Wohnzimmer, an deinen Trainingsplatz. Öffnest langsam wieder die Augen, bewegst deine Finger, deine Füße. Hol mal die Arme über den Kopf und streck dich lang. Stell mal das linke Bein auf. Hol das Knie näher zu dir ran. Fass es mit der rechten Hand und zieh es mal zur rechten Seite rüber. Schulterblätter bleiben am Boden. Spür die Dehnung. Lass es langsam wieder zurück. Stell den Fuß ab. Stell den rechten Fuß dazu, leg das linke Bein an die Matte, leg dann die rechte Hand zur Seite ab, fass dein Knie und hol es zur linken Seite rüber. Schau, dass die Schulterblätter wieder fest am Boden bleiben. Halt einen Moment für zwei tiefe Atemzüge. Dann dein Bein wieder nach oben. Stell die Füße auf, beide, und komm langsam über eine Seite in Bauchlage. Setz die Hände seitlich neben deiner Brust auf, die Beine, die Füße legst du um und dann schieb dich mal hoch in die Cobra. Beine dürfen etwas gespreizt sein. Bauchmuskeln sind jetzt locker. Dehn mal schön deine Bauchdecke auf. Und schau mal, wenn du hier bist, wackel mal so ein bisschen mit der Hüfte hin und her. Man sieht es jetzt bei mir nicht so gut. Es verdeckt ist von den Händen. Die Hüfte so im Wechsel hin und her schaukeln. Und dann halt an. Schieb dich mal nach oben in den Vierfüßler. Wölb mal den Rücken weit nach oben. Und lass deinen Rücken wieder lang werden. Einmal noch weit nach oben wölben. Und mach deinen Rücken lang. Bring den Körperschwerpunkt nach hinten. Setz einen Fuß nach vorne. Atme tief ein und aus. Und schieb dich nach oben in den Stand. Da muss ich mein Bildchen wieder etwas umklappen für die letzten paar Minuten, dass du das Ganze sehen kannst. Okay, steh gerne hüpfst mal, auch gerne auf der Matte. Bring die Arme über die Seite nach oben, atme tief ein, streck dich ganz lang und mit der nächsten Ausatmung neig dich in die Seite. Komm mit der Einatmung zur Mitte zurück und ausatmen in die ganz andere Seite. Komm zur Mitte zurück. Einmal mehr jede Seite. Der Fokus geht immer erstmal nach oben lang strecken und dann in die Seite neigen. Komm nach oben. Bring die Arme nach vorne und öffne mal ganz weit über die Seite. Ganz weit nach hinten ziehen.
Und die Fingerspitzen mit nach hinten ziehen. Halte hier, die Knie sind locker. Halte hier. Jawohl. Noch vier, drei, zwei, eins. Bring die Arme nach vorne. Fass die Hände. Und jetzt ziehst du die Arme mal weit nach vorne. Schau durch die Arme durch, nach unten. Der ganze obere Bereich, der obere Rücken, zwischen der Schulterblätter, alles schön lang ist und gedehnt ist. Neig mal die rechte Schulter etwas tiefer und zieh dann nochmal nach vorne. Spür den Unterschied. Komm langsam wieder gerade und kipp die linke Schulter nach unten. Zieh nach vorne. Zieh, zieh, zieh. Komm wieder gerade. Bring die Arme nach oben. Streck dich ganz lang und hol die Hände in einem weiten Kreis nach unten. Wieder ausatmen. Atme tief ein, Arme nach oben. Streck dich lang. Und atme wieder aus, senk die Arme in einem großen Bogen nach unten ab. Atme ein. Und aus. Zweimal mehr. Und aus. Ein letztes Mal. Bring die Arme in die Seite. Bring die Arme nach vorne, umarm dich mal. Dafür, dass du heute schon so viel geleistet hast. Öffne wieder. Bring die Arme nach vorne. Ich danke euch fürs Mitmachen und hoffe, euch geht's jetzt gut. Der Kreislauf hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Ja, man darf ruhig spüren nach dem Training, dass man was gemacht hat. Trink ruhig auch noch mal extra so einen Viertel, halben Liter heute. Es ist schon anstrengend und es sind eigentlich ganz einfache Übungen, die du aber ein bisschen mit Geschwindigkeit hintereinander machst und auch nett wie, ich sage jetzt mal beim Bauchbeine-Po, eine kleine Pause, vielleicht eine Dehnungsübung zwischendurch, sondern gleich die nächste Übung dran. Genau. Claudia, konntest du auch mitmachen. Ja, schön, vielen Dank. Genau. Ganz schön anstrengend. Ja, dieses Aufeinanderfolgen der Übungen halt, genau. Hast du sehr, sehr schön gemacht. Vielen Dank, liebe Petra. Ja, nächste Woche geht's ja weiter mit dir, Petra, ne? No nächsten Donnerstag nochmal um 10 Uhr. Eine Live-Sendung mit dir zusammen. Ich freue mich schon, da könnt ihr gerne nochmal einschalten. Aber natürlich geht's auch morgen nochmal weiter. Zum Ausklang der Woche um 14:30 Uhr mit meiner Kollegin Sigrid Quint eine Bewegungsmeditation passend zum Frühling. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche, schon mal einen guten Start ins Wochenende. Bleibt gesund, bleibt fit und schaltet nochmal ein. Vielen Dank, liebe Petra. Ich sage Tschüss aus Mertesdorf. Und ich sage Tschüss aus Altleiningen. Macht's gut. Vielleicht bis nächste Woche. Genau.